So, meine Lieben, ich gebe es zu, es ist immer noch der gleiche Tag, wie als ich das letzte Video gedreht habe. Aber ich habe meine Freundin auf Besuch und sie hat sich Fajitas gewünscht. Und dann ist mein Sinn gekommen, ich habe eine neue Küche. Ich mache ein schönes Video für euch, weil Fajitas ist etwas, das mega viel essen, verständlicherweise, ist mega fein. Und wo man aber recht schauen kann, wie viele Kalorien und Fett das man zu sich nimmt. Und darum möchte ich euch ganz schnell zeigen, wie ich Fajitas mache. Und zwar, als erstes kann ich euch einfach schnell einen Tipp geben. Kauft, wenn ihr in der Nähe in Lidl habt, die Wraps im Lidl. Und zwar aufgrund von dem, erstens haben sie verschiedene Geschmäcker. Wir haben Knoblauch, Tomaten und Spicy. Was dazu ankommt, ist, ein Pack ist 1.75 Franken. Und im Migros sind es glaube ich, etwa 5.70 Franken, hängen wir nicht ganz drauf auf. Und im Coop wahrscheinlich genau gleich. Also es ist eine riesen Ersparnis, schmeckt genau gleich, spielt keine Rolle. Dann, als nächstes, tun die meisten ja wahrscheinlich Poulet und Gemüse rein. Ich als Veggie habe nur Gemüse. Was ich euch hier empfehlen kann, ist die Gemüsemischung. Es klingt jetzt ein doof, aber es ist wieder vom Lidl. Sie heisst Gemüsepfanne mexikanische Art und ist bereits vorgewürzt. Ich muss nichts mehr rein tun. Perfekt. Dann als nächstes tue ich immer frisches Gemüse, Salat, Peperonis, Tomaten, sein, Rüebli, Gurken, was ihr daheim habt, spielt überhaupt keine Rolle. Dann, was ich immer noch ein bisschen rein tue, sind rote Bohnen. Einfach gerade zu der Gemüsemischung, einfach, dass es ein bisschen sättigender ist, weil nur mit Gemüse und Poulet haben wir möglicherweise einfach ein bisschen zu wenig dran. Was ihr auch könnt machen könnt, ein grosser Tipp von mir, ich habe immer gekochte Reis oder gekochte Nudeln oder was auch immer daheim. Der Reis passt natürlich gut, also wenn ihr es ein bisschen sättigender wollt, tue noch ein bisschen Reis rein oder auch als Restenverwertung. Dann Dosenmais, passt immer. Und dann kommen wir zu den Soßen. Ich habe kein Avocado daheim. Aufgrund von dem, also nur schon wirklich gekauft habe, aber ich habe wirklich auch nicht wirklich viel Avocado daheim, weil Avocados sind relativ viel Fett. Sie werden absolut als Superfood gehypt momentan. Nichts gegen das auszusetzen, das Problem ist die Menge. Ein Avocado hat, es kommt auf die Grösse drauf an. Ich sage jetzt zwischen 300-400 Kalorien. Vielen ist das nicht bewusst, sie schmieren sich aufs Brot, in Shake. Überall findet man die Avocado. Und sie hat einfach wirklich einen gewissen Anteil an Kalorien und auch halt an Fett. Das heisst nicht, dass sie ungesund ist, aber es heisst, sind euch bewusst, dass es Kalorien sind. Was ihr machen könnt, ist zwar ein bisschen eine Verarschung, ich sage das häufig in der Einkaufsberatung. Es gibt im Migros so eine gekaufte Guacamole und dort hat es 14% Avocado drin. Durch das hat sie aber viel, viel weniger Kalorien, also das könnt ihr sehr gut nehmen. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, wenn wir gerade bei den Söseli sind, ich habe keine Salsa daheim, einfach, ja, wir sind neu eingezogen, nicht da. Das wäre aber etwas, das ihr problemlos könntet nehmen, weil in der Salsa ist wirklich nur Tomaten drin, pürierte, wir haben Gewürze drin, teilweise hat es noch einen kleinen Zuckeranteil, aber es ist kalorienmässig. Überhaupt nicht der Rede wert, können wirklich genug tun. Dann, was bei mir auch immer zu finden ist, ist Hüttenkäse. Ist kalorienarm, hat sehr viel Protein, quasi kein Fett. Perfekt, könnt ihr auch die nehmen mit Kräutchen, hat ein bisschen mehr Geschmack. Und dann, was ich mache anstatt nicht Sour Cream. Wie heisst es? Das heisst Creme Fraiche. Creme Fraiche. Was ihr könnt machen anstatt Creme Fraiche ist, das ist offen, Magerquark, Moment, mit Gantadou mischen. Und zwar ergibt das beides ein super Sösele, das sehr kalorienlos ist, also kalorienlos ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben, aber sicher nie so viel hat wie Creme Fraiche. Wir sagen vielleicht lieber, es hat sehr wenig Fett. Was ihr auch könnt machen im Fall aus diesen beiden Sachen, das muss nicht, Knoblauch sein, das kann jedes Gantadou, Philadelphia, was auch immer sein. Was ihr könnt schauen,
oder was ihr daraus machen könnt, ist, dass ihr einen Gemüse-Dip auch daraus macht. Das schmeckt super. Einfach noch ein bisschen Würzen. Was, auch immer, was wir auch immer sehr gerne haben, ist einfach noch ein bisschen Naturjoghurt drin. Es gibt dem Ganzen ein bisschen Säure, mega fein. Ich kenne auch viele Leute, die ein bisschen Zitronensaft noch drauf tun. Das wären meine Tipps für gesunde Wraps. Für mich absolut eine ausgewogene Mahlzeit. Wir haben mit dem Wrap Kohlenhydrat, wir haben auch mit dem Inhalt noch ein bisschen Kohlenhydrat und Protein vom Hüttenkäse zum Beispiel oder Quark, Poulet, was auch immer. Wir haben viel Gemüse drin, von dem her perfekte Mahlzeit. Man muss nur bei Teilsachen ein bisschen wissen, wo man sparen kann oder schauen kann. Also, vielen Dank fürs Schauen. Wenn ihr irgendeine Frage habt zu einem anderen Menü oder sonst wollt Bescheid wissen, dann lasst es hier unten in den Kommentaren, schreibt es mir her und ich mache gerne ein weiteres Video. Also, gute Zeit und bis bald. Tschüss!